Wir müssen lernen, unser Leben, unsere Herzenshaltung aus seiner Perspektive zu beurteilen und wegzukommen von dem, was wir bei uns sehen und was wir bei anderen sehen. Und wir nennen das dann das normale Leben. Ja? Was das normale Leben ist, das ist Jesus. Er ist das Leben. Er ist der vollkommene Wille Gottes. Und da sehen wir Demut und Sanftmut als seine herausragenden Qualitäten. Halleluja. Und wir verstehen, wir leben in einer Welt, die von dem geprägt ist. Ja. Diese Auflehnung, diese Rebellion, ja. diesem Widerstand gegen Gott. In diesem Gleichnis, wo es heißt, da ist ein Edelmann, der ging in ein fernes Land, um die Königswürde zu erlangen. Ja, und er lässt das Land für eine Weile zurück. Und dann rebellieren seine Bürger. Und das heißt dort, sie hassten ihn, sie schickten ihm eine Gesandtschaft nach. Und sie ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns König werde. Das ist Lukas 19, Vers 14. In dieser Atmosphäre leben wir. Unsere Kultur ist aufgeladen mit Rebellion. Und was sie sagen ist, wir wollen nicht, dass Gott König ist. Wir wollen nicht, dass Gott regiert. Wir wollen nicht, dass die Maßstäbe Gottes gelten für unser Leben, für unsere Politik, für die Sexualität, für das Finanzwesen. Wir wollen nicht die Ordnung Gottes. Wir wollen nicht, dass er herrscht über uns. Eine Atmosphäre der Rebellion, der Geist der Auflehnung und der Rebellion ist allgegenwärtig. Jedes Mal, wenn du die Nachrichten aufschlägst, dann siehst du es noch und nöcher, immer und immer wieder. Psalm 2, die Könige der Erde stehen zusammen und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und was sagen sie? Wir wollen ihre Bande zerreißen. Und ihre Fesseln von uns werfen. Von was reden die? Was sind die Bande? Was sind die Fesseln, die sie abwerfen wollen? Die guten, heilsamen, segensbringenden Ordnungen Gottes. Das ist verrückt. Es gibt keine Begründung dafür. Ja? Warum tun sie das? Weil sie belogen worden sind. Unter der Herrschaft Gottes zu leben, das würde Unfreiheit bedeuten. Das würde Zwang bedeuten, das würde Unglück bedeuten, das würde einen Mangel an Lust und Erfüllung bedeuten. Das ist, was der Teufel den Menschen erzählt. Und sie sagen, wenn ihr aber frei sein wollt, dann müsst ihr machen, was ihr wollt, ihr müsst machen, wozu ihr Lust habt. Und jeder Gedanke ist erlaubt und jede Perversion ist okay. Und du kannst machen, was du willst und leb dich einfach aus und sei einfach frei und sei du selber. Wir sind nicht wir selber, wir sind wie Teufel, wenn wir so leben in dieser Gesinnung. Das ist die Wahrheit der Bibel. Wir zerstören uns und wir zerstören andere. So, das ist eine völlige Verdrehung, eine völlige Verwirrung. Ja, aus Gut wird Böse und aus Böse wird Gut. Es wird alles durcheinander gebracht. Ja, und den einzig Gerechten, der eine perfekte Ordnung für das Sozialwesen, für unsere Beziehungen, für unsere Sexualität gegeben hat, dem wird unterstellt, das ist alles Zwang und das sind Fesseln und das tut uns nicht gut und wir müssen das abwerfen, damit wir endlich frei sein können. Das ist das Werk des Teufels. Und das ist die Atmosphäre, in der wir leben und das ist die Atmosphäre, in der wir aufgezogen wurden. Und diese Werte haben wir inhaliert und aufgenommen. Jetzt muss der Heilige Geist kommen und muss uns zeigen, ja, wie ist denn das jetzt eigentlich wirklich gemeint und was hat der Herr für uns? Und da ist das Licht des Heiligen Geistes nötig, und dass wir verstehen, diese Rebellion ist sinnlos und sie tut uns und anderen nicht gut. Rebellion ist Widerstreben, es ist Auflehnung. Und die Schrift sagt, widerstreben, widerspenstig sein, das ist wie Zauberei. Das ist in derselben Kategorie wie Zauberei. Das findest du in 1. Samuel 15,
Vers 23. Wie Sünde der Wahrsagerei, heißt es hier in dieser Übersetzung, ist Widerspenstigkeit und der Eigenwille wie Abgötterei und Götzendienst. Durch Eigenwille kommen wir in Gemeinschaft mit Dämonen. Das ist, was dieser Text sagt. Und deswegen ist das nicht gut für uns. Und darum sagt Paulus so eindringlich zu den Korinthern, die da irgendwie sehr locker waren in Bezug auf Götzendienst: Ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Das war ihnen gar nicht bewusst. Das fanden die normal. Das war kulturell akzeptabel. Man ging zu diesen Opferfesten, man hat da gegessen, ganz normal. Aber Paulus hat ihnen die Augen aufgetan und hat gesagt, was die Menschen da opfern, das opfern sie nicht Göttern, sondern Dämonen. Hinter diesen Götterstandbildern stehen geistliche Wesen, dämonische Mächte. Und was geopfert wird, wird den Dämonen geopfert. Ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Und heute in vielen, vielen Bereichen ist das normal und auch für manche Christen ist das normal. Ich werde nachher im zweiten Teil auf einen speziellen Bereich eingehen und da werdet ihr sehen, wie Gott Dinge sieht und was wir uns da irgendwie zurechtgelegt haben und uns für normal und für richtig erklären. Rebellion ist ein Aufbegehren gegen Gottes Ordnung. Und eine massive Ausprägung der Rebellion findet sich leider heutzutage in vielen, vielen theologischen Hochschulen, findet sich auch in vielen Leiterpersönlichkeiten, die angesehen werden als nationale Leiter. Sie rebellieren gegen das Wort Gottes. Sie wollen das einfache Wort Gottes nicht stehen lassen. Da sind ganz klare Dinge in der Bibel. Was ist ein Christ? Und sie hüten sich, über diese Dinge zu lehren. Und dann wollen sie uns verführen und sagen, hab Einheit mit denen, die sich auch Christen nennen. Die sind zwar aus der Sicht der Bibel keine Christen, aber wir sollen mit denen Einheit haben. Verwirrte, blinde Blindenleiter. Und dazu gehören die hochrangigsten Leiter im pfingstlich-charismatischen Bereich in unserem Land. Und die wollen uns in Dinge hineinführen, die sind so blind, dass sie das Werk des Heiligen Geistes nicht vom Werk des Teufels unterscheiden können. Und sie wollen uns überreden, auch mitzumachen. In solchen Zeiten leben wir. Und wo kommt diese Rebellion her? Weil die einfachen Dinge des Wortes Gottes, wie Bekehrung, Buße, Taufe, nicht mehr gelten und alles umgedreht wird, alles verwässert wird und alles neue Bedeutung bekommt. Das ist Rebellion. Und wir sind gerufen als Braut, wir sind gerufen zu dieser, wie Paulus das nennt, im 2. Korinther 11, diese Einfalt gegenüber Christus, die Einfalt gegenüber Christus. Und der Teufel möchte uns aus dieser Einfalt herausführen. Ich fürchte aber, Vers 3, 2. Korinther 11, Vers 3, ich fürchte, es könnte womöglich so, wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben werden. Hier sehen wir, es geht dem Teufel um die Gesinnung, verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Und das ist die Gesinnung der Braut und die muss behalten werden, die darf nicht aufgegeben werden und der Feind darf nicht Raum bekommen, uns aus dieser Haltung der Einfalt. Und das bedeutet Ehrlichkeit, Geradheit, Aufrichtigkeit. Aus dieser Haltung will er uns herausnehmen. Und die Dinge im Wort Gottes sind so klar, es ist so klar geschrieben, wer nicht von Neuem geboren ist, ist kein Christ, Punkt, fertig, aus. So Gott selber definiert, was ist ein Kind Gottes. Ja. So was haben wir zu schaffen mit religiösen Vereinen, die sagen, durch Wassersprenkelung wirst du Kind Gottes. Was haben wir mit denen zu tun? Gar nichts, genauso wenig, wie wir mit irgendwelchen anderen antichristlichen Gruppen auch nichts zu tun haben. Ja. Und wo kommt diese Verdrehung her? Weil man die einfachen Wahrheiten nicht mehr im Auge hat und auch nicht mehr verkündigt und nicht mehr darauf beharrt. Weil man weiß, wenn man das erklären würde, was die Bibel sagt, dann bricht ein Großteil ihres Klientels weg. Das ist der Grund, da geht es um Ehre, Ansehen und um Geld, um nichts anderes. Die können nicht lesen. Sondern die Gesinnung ist korrupt, weil ihr Begierde nach Ehre, Ansehen, Macht ist und Geld.
Das ist das Problem. So, du siehst, wenn diese Einfalt, diese Aufrichtigkeit verloren geht, dann geht das automatisch in Rebellion. Da braucht man keine zweite Entscheidung mehr dafür. Ja? So, das Gegenmittel gegen Rebellion ist: Gott, du bist Gott, du hast Recht. Und was du sagst, das sage ich auch. Und egal, was mich das kostet. Und egal, welche Konsequenzen das hat. Ich bleibe bei dir. Ich will lieber dir treu sein, lieber geschmäht werden in den Augen der Menschen, als von dir. Ich will auf deiner Seite sein. Ich will dich nicht verleugnen. Ich will bei dir bleiben. Ich will dein Wort bewahren. Das wäre Demut und Sanftmut. Halleluja. So, Rebellion ist Widerstreben, Widerspenstigkeit. Und das ist eine sehr gefährliche Angelegenheit. In Jesaja 63 wird von dem Volk Gottes im Alten Testament gesagt, Jesaja 63, Vers 10, sie waren widerspenstig und sie betrübten seinen Heiligen Geist. Und jetzt achte, was dann kommt. Und das wollen viele nicht glauben und denken, das ist das Alte Testament, heute ist Gott nicht mehr so. Da wandelte er sich ihnen. Und Gott selbst wurde ihnen zum Feind und er kämpfte gegen sie. Gott wandelte sich gegenüber seinem Volk und er widerstand ihnen, er kämpfte gegen sie, weil sie widerspenstig waren, weil sie sich nicht belehren lassen wollten, weil sie sich über ihn gestellt hatten. Das ist, was das Wort Gottes sagt. So, wir sehen, das ist eine gefährliche Sache. Nicht nur machen wir eine Tür auf für den Feind, sondern sogar Gott selber wird dann unser Feind und kämpft gegen uns. Und wer sagen möchte, nein, das ist nicht so gemeint, das ist anders, Gott ist Liebe, lesen wir im Neuen Testament, der kennt sein Neues Testament nicht. Da steht es, Gott widersteht dem Stolzen. Gott widersteht dem Stolzen. Die Art und Weise, wie er auf Stolz und Hochmut reagiert, hat sich vom Alten zum Neuen Testament nicht verändert. Er ist immer noch derselbe. Er hasst es. Er hasst den Stolz, weil das Wesen des Teufels ist. Das ist das Wesen des Teufels. Und er wird verherrlicht, wenn das Wesen Christi in uns hervorkommt. Und wenn wir in jeder Form und Weise Abstand nehmen von Rebellion und Stolz und sagen, das darf nicht mehr gefunden werden. Wir wollen eine belehrbare, sanftmütige, führbare, weiche, hingegebene Haltung haben, wo es leicht ist für den Heiligen Geist, uns zu lenken, uns zu überführen, uns zu belehren, uns zu beschenken, wo er nicht mit uns ringen muss. Das wollen wir haben und das will Gott haben. Und deswegen wollen wir geöffnete Augen bekommen, wo diese Rebellion anfängt. Es gibt viele verschiedene Ausdrucksweisen der Rebellion und die sehen nicht immer gleich aus. Ja. So, Rebellion kann sich äußern mit Zorn, mit Schreien, mit Aufbegehren, mit Undankbarkeit. Das Wort Gottes sagt im Römer 1, die ganze Rebellion der Menschen, das fing an mit Undankbarkeit. Sie haben nicht anerkannt, dass da ein Gott ist, obwohl es klar war, da muss ein Gott sein. Sie haben gewusst, da ist ein Gott, aber sie haben ihn nicht gepriesen, sie haben ihn nicht anerkannt. Römer 1, Vers 18 und bis 21. Ach, ich lese mal den ganzen Vers, der ist doch lesenswert. Es offenbart sich nämlich Gottes Zorn vom Himmel über alle Gottlosigkeit. Darüber wollen die Friedensapostel und die Liebesheinis nicht reden, über den Zorn Gottes. Und offenbart sich über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Hier haben wir es. Die Wahrheit wird aufgehalten durch Ungerechtigkeit. Zum Beispiel, ich will aber Geld verdienen, ich will reich werden. Warum haben wir so eine verwirrende Flut von christlichen Büchern jeder Couleur? Weil da Verleger sind, die Geld machen wollen. Die haben nicht die Gesinnung, ich will dem Volk Gottes dienen und deswegen habe ich weise Männer Gottes an meiner Seite mit einer Lehrsalbung, mit Unterscheidung und die beraten mich, welche Bücher gut sind und die bringe ich auf den Markt, sondern sie bringen auf den Markt, was sich verkaufen lässt, womit man Geld machen kann. Das ist das große Problem unserer großen kommerziellen Verlage. Es geht ihnen nicht darum, dem Volk Gottes zu dienen. Es geht ihnen nicht darum, gute geistliche Nahrung zur Verfügung zu stellen. Es geht ihnen um eine Sache, Geld zu verdienen. Und das ist immer ein großes Problem.
Das ist immer ein Grund. Warum sagen Sie nicht, Gott hat mich gerufen als Verleger, ich bringe Bücher raus und Gott wird mich versorgen? Warum nicht so? Hallo? Weil sie Gott nicht vertrauen, weil das für sie nur ein Mittel zum Zweck ist. Und jeden Mist werfen sie auf den Markt. Und heute anerkannte Verlage, da kannst du sehen, die bringen UCAT raus. Das ist der Katechismus der katholischen Kirche für die jungen Leute, ein bisschen aufgepeppt und ein bisschen verkürzt und ein bisschen netter dargestellt. Und das hast du in charismatischen Verlagen heute. Hallo, wo sind wir denn? Und wo kommt das alles her? Es kommt aus dieser Haltung, ich mache, was mir gut scheint. Ich mache das, was mir nützt. Nicht, was richtig ist, was wahr ist, was hilfreich ist. Ich mache das, woraus ich Nutzen ziehe. Das ist Rebellion. Unser Problem, Rebellion, ist ein Riesenproblem in der christlichen Szene. Ein Riesenproblem. Es wird nur nicht benannt. Und es wird nicht mit den Augen Gottes, anhand des Wortes Gottes, wirklich gesehen. Ich wollte den Vers lesen. Vers 19. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen geoffenbart hat, denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Aber die Leute denken nicht nach. Wenn du mit Leuten darüber redest, sagen sie, das wissen wir doch, dass die Evolution das alles geschaffen hat. Ich sage, erklär mir, wie die Evolution funktioniert. Ja, das kann ich jetzt nicht so im Detail, aber das war so, das weiß ich. Wenn du darüber nachdenkst, was die Evolution fordert oder beansprucht, jeder normale Mensch kann merken, sowas gibt es überhaupt nicht, sowas geht überhaupt nicht. Ja? Wenn ich dir erzähle, meine Taschenuhr, die ich jetzt nicht habe, meine Armbanduhr, die habe ich gerade nicht, aber die, da sind die Teile vom Himmel gefallen. Eins fiel darunter, eins fiel darunter, eins fiel in meinem Garten. Und dann wehte ein Wind und dann haben die sich alle gefunden und zusammengeschraubt und alles von ganz alleine. Und zum Schluss habe ich eine Taschenuhr gehabt. Wow! Jeder normale Mensch würde sagen, du müsstest zum Arzt, ganz dringend. Ja? Aber etwas viel, viel komplizierteres wie DNA wollen die uns verkaufen, dass das von alleine entstanden ist. Hallo, wie dumm wollen wir sein? Aber warum? Weil das Nachdenken fehlt. Das Nachdenken fehlt. Durch Nachdenken wird erkannt, da muss ein Genie am Werke gewesen sein. Aber es gibt heute kein Nachdenken, es gibt nur noch Nachplappern. Und ungeprüftes Nachplappern. So Gott wird erkannt durch Nachdenken an seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obschon sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott gepriesen und ihm nicht gedankt, sondern sind ihren Gedanken in eitlen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Das ist eine so präzise Beschreibung vom Zustand der Menschen. So präzise. Das ganze Problem ist mangelndes Nachdenken und mangelnde Dankbarkeit. Undankbarkeit ist ein Teil von Rebellion. Und deswegen darf Undankbarkeit nicht in unserem Leben zu finden sein. Wir sehen das Volk Israel in der Wüste. Ja, kaum passierte irgendwas, was ihnen nicht in den Kram passte, was sie sich nicht so gewünscht hatten, geht das Murren los, ist die Unzufriedenheit da. Und das nimmt immer mehr immer tiefere Dimensionen an, bis dahin, dass sie sich über Gott stellen und sagen, Gott hat hier einen riesen Fehler gemacht oder Gott ist sowieso böse. Der hat uns nur in die Wüste gebracht, damit wir in der Wüste sterben. Der hat nur böse Absichten mit uns. Es wäre besser für uns gewesen, wir wären in Ägypten gewesen, geblieben. Das heißt, Gott hat keine Ahnung, aber wir haben den Durchblick. Das ist diese Vermessenheit, dieses sich auflehnen gegen Gott, das in völlige Verwirrung endet, wo man einen Blödsinn erzählt, der eigentlich gar nicht haltbar ist, aber man merkt es überhaupt nicht mehr. Man merkt es überhaupt nicht mehr und es kommt zu Anklage gegen Gott. Und deswegen ist Undankbarkeit etwas, was in unserem Leben nicht gefunden werden soll. Und die Bibel redet sehr viel von Dankbarkeit. Psalm 81.